Ja, hallo liebe Freunde, und damit sind wir wieder zurück zu einem, ja, zu einer neuen Folge Let's Play Stargate Pegasus Chronicles Virtauri gegen Gor'uld. So, und ich habe einen Spielstand geladen und jetzt explodiert hier gerade alles, finde ich auch sehr interessant. Habe ich gleich mal auf Pause gemacht, sieht dann auch sehr schön aus. Ich weiß zwar nicht, warum jetzt alles explodiert, aber naja, was soll's. Hauptsache sind nicht unsere Schiffe, ne? Ah, herrlich, herrlich. Da will Fraps gleich wieder sterben. Ah. Oh. Alle Systeme im grünen Bereich. Oh, das ist schon kaputt. Okay. Prima. Wo ist eigentlich unser Lieblingsschiff, unser neues Lieblingsschiff? Ah, da ist es ja. ESF Soul. Wunderschön, wunderschön. Da sind die zwei Heinzel. Wir machen sicherheitshalber dann davon nochmal zwei, oder nochmal schon wieder sehr wenig Geld. Und ja, dafür haben wir da die nervigen zwei von der Tankstelle. Hier. Die zwei sind noch vollkommen intakt und können daher auch... Nee, da ist die Station. Können vielleicht dahin. Anubis-Gleiter greifen uns an. Was ist das denn? Was ist das denn? Das gehört sich doch nicht so. Schildsatellit, der wird gerade noch gebaut, ja? Oder was ist los? Ja, bitte Erklärung. Okay. Können Sie mich hören? Akzeptieren wir jetzt einfach mal so, dass der da jetzt ist und irgendwie da nichts mit passiert und mich total verwirrt. Wird schon passen. Ah, wunderschön. Herrlich anzusehen. Da ist der, die machen das. Der ist fast da. Oh, die Schilde gehen aber ganz schön runter. Muss man ja mal sagen. Natürlich fliegst du da hinten rum. Also ich hätte einfach den Rückwärtsgang eingelegt und ein bisschen zurückgefahren. Aber na gut. Hat nicht sollen sein. Dann nicht. Oh. Ja, wir brauchen gegebenenfalls auch demnächst ein neues Schiff. Jetzt schauen wir erstmal. Da. Dass das wieder volle Breitseite gibt. Na, mitten in den Asteroiden rein mit der Schnauze? Nee, doch nicht. So, der Großteil hier geht eh schon kaputt. Oh, das gehört uns ja auch noch. Schau an, schau an. Hallo. Okay. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so, dass da hier nichts passiert, ne? Ah. Du fragst mich jetzt ehrlich, wie? Ich bin in der Lage, das Innere des Raumschiffes zu scannen. Dann tu es. Red nicht so lang, tu es. Na gut, andererseits können wir die hier auch nicht einfach so rumstehen lassen. Irgendwo hier. Können Sie mich hören?
beziehungsweise dahin. Upsala. Ja, oh, und da ist es weg. Wunderbar, wunderbar. Anubis schwirrt hier immer noch irgendwo, hier irgendwo, irgendwann rum. Da, wahrscheinlich. Und unsere Bomber tun ihr besser. Oh, Korvette, Korvette, Korvette. Wow, was? Hä? Hören Sie mich? Was? Wie? Wie? Hä? Ich darf meiner Verwirrung doch arge Gesichtszüge verleihen. Und, ja, ich bin verwirrt. Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Ja, das kann ich. Hier ist Colonel Emerson, Kommando des Erdschiffs Odyssee. Bitte ankommen. Antrieb aktivieren. Wir ziehen unseren Angriffsring mal etwas enger. Willkommen auf der Prometheus. Um ihn noch weniger Spielraum zu lassen. Ich muss immer sehen, dass ich weit von der Raumstation wegbleibe. Weil die hat halt auch Langstreckenfeuerwaffen. Kann ich jetzt natürlich nicht ansehen, war klar. Langstreckenfeuerwaffen, so, also artilleriemäßig. Und ja, da will ich jetzt nicht unbedingt reinlaufen. Das ist nicht so mein Metier. Na komm, gleich ist es weg. Oh! Der gute Anni. Ich würde einfach mal sagen, dahin. Genau. Und ich hole mir jetzt extra noch kein anderes Schiff. Oh, weil wir da noch welches haben. Noch welches, hm? Gutes Deutsch. Noch ein Schiff haben. Und ich andererseits jetzt auch noch mehr Asgard-Schiffe hier einsetzen möchte. Willkommen an Bord der Odyssee. Bringen Sie uns raus. Können Sie mich hören? Ja, aber ich antworte nicht. Machen wir das. Oh. Ja, bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Ah. Da ist es schon, da ist es schon, da ist es schon. 3, 2, 1. Ja, das ist schön. Atomrakete. Heavy shit. Danke, Sir. Was haben wir da? Asgard Leisure. Hier ist Pendergast. Rocket Salven. Wenn die Menschheit von dem profitieren soll, was wir da draußen finden, müssen wir in der Lage sein, es unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Okay. Ja. Bitte, danke. Willkommen auf der Prometheus. Ja, danke. Können Sie irgendwelche fremden Schiffe in der Nähe entdecken? Hier, Emerson. Alle mal sicherheitshalber stehen bleiben. Du machst hier sowieso Langstreckenfeuer. Und währenddessen hole ich mir mal die zweite Nuklearrakete. Atomwaffen hier. Stoßen einfach mal gegen laufende Konventionen und sowas. Auch hier eh keiner. Ich will aber auch nicht, dass... Warum sind... Ich glaube, das ist ein Bug. Also hier funktioniert er, da funktioniert er nicht. Sir, wir haben einen Kontakt. Komisch, aber wahr.
Ich fürchte nein, Sir. Aber wir holen uns ja trotzdem Verstärkung. Erstmal die Beliskner. Hoffentlich werden die Schilde jetzt nicht gleich geplättet durch das plötzliche Auftauchen aus dem Hyperraum.